Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen 2.5 Kennwerte. Wir reden weiterhin über Streuungsmaße und jetzt über Varianz und Standardabweichung. Wir bleiben bei unserem Beispiel. Wir haben unsere Kunden gefragt, wie zufrieden sind sie denn mit dem Service in unserer Burgerfiliale. Wir haben einen Mittelwert von 3 ermittelt und wir haben hier, das sieht man da rechts daneben, 6 Menschen befragt dazu. Im letzten Video haben wir gesagt, dieser Mittelwert von 3, der sagt uns eigentlich nicht sehr viel, weil es kann sein, alle haben 3 gesagt. Ja. Es kann aber auch sein, die Hälfte hat 1 gesagt, die andere Hälfte 5, kommen auch 3 raus. Und weil das so ist, brauchen wir jetzt ein Maß, das uns zusätzlich zu diesem Mittelwert noch sagt, wie weit streuen denn die Werte um den Mittelwert. Das ist das Streuungsmaß, um das jetzt geht, die Varianz. Dazu mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, unsere Kunden haben wie folgt bewertet. Einer hat eine 1 gegeben, einer eine 2, 2 haben eine 3 gegeben, einer eine 4 und einer eine 5. Also wir haben so ein bisschen eine Verteilung. Zwei waren so mittelzufrieden, ein paar waren sehr zufrieden, zwei waren weniger zufrieden. Und wenn man das jetzt mal abbilden würde auf einer Grafik, die sieht so aus, wir haben hier auf der Y-Achse die Schulnote und auf der X-Achse jeweils die Person. Das ist ein sogenanntes Indexdiagramm. Das heißt, auf der X-Achse immer eine Person. Da trage ich jetzt einfach den Wert ein. Die Person 1 hat 1 angekreuzt, also war sehr zufrieden. Person 2 hat eine 2 gegeben, Person 3 eine 3, Person 4 auch eine 3. Person 5 hat eine 4 auf diesem Schulnotensystem gegeben und Person 6 hat eine 5 gegeben. Diese roten Punkte sind jetzt einfach die Werte, die ich von hier übertragen habe. So, und wie kommen wir jetzt zu einem Maß, das uns sagt, wie weit liegen denn die Punkte um den Mittelwert herum? Dazu müssen wir vielleicht erstmal den Mittelwert einzeichnen. Der Mittelwert liegt hier in der Mitte, das ist x quer gleich 3. So, und wie machen wir das jetzt? Ein Maß zu finden, das uns sagt, wie weit streuen diese Werte um die weiße Linie. Wahrscheinlich haben Sie da schon eine Idee. Das ist, liegt relativ klar auf der Hand. Ich muss diese Entfernung hier messen. Also ich muss sagen, wie weit sind denn die Punkte weg von dieser weißen Linie? Wir sehen zwei Punkte, die liegen direkt drauf, aber die anderen 4 haben eine gewisse Entfernung zu diesem Punkt. Und diese Entfernung, wenn ich die mathematisch ausdrücken würde, würde das bedeuten, x bzw. xi, also der jeweilige Punkt, minus x quer. Und wenn ich das für alle Punkte machen würde, könnte ich das aufsummieren. Ich summe, und wenn ich es ganz korrekt machen würde, würde ich sagen, von n gleich i bis n. Ja. Wenn ich das aufsummiere über alle 6 Punkte, dann würde ja Folgendes rauskommen. Das können wir hier unten mal machen. Ich habe bei der Person 1 den Wert von 1 minus den Mittelwert von 3 plus bei der Person 2, die hat die 2 gesagt, minus den Mittelwert von 3 plus, und da kommt jetzt 2 mal 0 raus, deswegen kürze ich das ab, plus 0 plus 0, weil da steht da jeweils 3 minus 3 und sonst geht mir der Platz aus. Und dann geht es weiter mit der fünften Person, die hat 4 angekreuzt, minus den Mittelwert von 3 plus die letzte Person hat 5 angekreuzt minus den Mittelwert von 3. Und was Sie da feststellen werden, ist, wenn Sie das ausrechnen, das können wir mal machen, na, dann steht hier vorne minus 2 plus minus 1 plus 2 mal die 0 plus 1 plus 2, da kommt 0 raus. Und das ist immer so, denn genauso, wenn wir nochmal hoch auf die Grafik gehen, genauso ist der Mittelwert definiert, dass die Abstände der Punkte zum Mittelwert, wenn man die aufsummiert, immer 0 ergeben. Das heißt, dieser Versuch ist leider gescheitert, ein Maß für die Streuung zu finden, weil ein Maß, bei dem, wie man hier unten sieht, immer 0 rauskommt, ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Aber wir sind trotzdem nicht ganz auf dem falschen Weg, denn es gibt einen kleinen mathematischen Trick, wie man dafür sorgen kann, dass nicht immer 0 rauskommt. Und dieser sieht wie folgt aus. Ich quadriere. Eine Alternative dazu wäre, Betrag zu nehmen, aber in dem Fall, die Statistiker lieben es zu quadrieren. Wir quadrieren. Und dann lasse ich mal die erste Zeile stehen, nehme die zweite Zeile weg und male einfach überall noch ein Quadrat hin. 0 zum Quadrat kann ich mir natürlich sparen, bleibt 0. So, wenn ich das jetzt mache, 1 minus 3 ist 2, zum Quadrat ist 4, 2 minus 3 ist minus 1, zum Quadrat ist 1, plus 0, plus 0, plus 4 minus 3 ist 1, zum Quadrat ist 1. Oh, das Quadrat wollte ich da nicht mehr hinschreiben. Und 2 zum Quadrat ist 4. Und jetzt sehen Sie, kommt nicht mehr nur raus, sondern 10. Das heißt, jetzt habe ich ein Maß gefunden für die Streuung um den Mittelwert. Das Problem an diesem Maß ist jedoch,
Und das sehen Sie, wenn Sie nochmal hoch in die Grafik schauen, dieses Maß wird größer werden, je mehr Menschen Sie aufnehmen. Das heißt, wenn ich statt 6, 10, 15, 35 Menschen befragt hätte, dann würde diese Streuung, dieses Streuungsmaß immer größer werden, einfach weil ich mehr so lila Striche habe. Und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck dieses Streuungsmaß, das soll natürlich nicht immer größer werden, wenn ich mehr Menschen befrage, sondern es soll mehr die mittlere Streuung um den Mittelwert geben. Und deswegen muss ich noch eins machen: Ich teile durch die Anzahl der Personen. Ja, das heißt, ich habe die Summe, ich übernehme das nochmal von oben, über all diese Differenzen quadriert, geteilt durch n, also durch die Anzahl der Fälle. In dem Fall wäre es 10 durch 6, also 10 Sechstel. Und wenn ich es anders schreiben will, 1, 2 Drittel, oder wenn Sie es nochmal anders schreiben wollen, 1, 6 Periode. Das ist meine Varianz. Und die Varianz bekommt bei uns jetzt den Ausdruck und in der Mathematik grundsätzlich s². Also s² ist gleich die Varianz, ist gleich eben diese 1,6 Periode oder 1, 2 Drittel. Das ist schon die ganze Magie. Und wenn Sie sich die Formel dazu anschauen, dann sieht die erstmal abschreckend aus. Das ist die offizielle Formel, wie Sie sie im Schulbuch oder im Statistikbuch finden werden. Aber eben davon nicht abschrecken lassen. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Hier steht einfach im Zähler die Summe aller dieser lila Linien aufsummiert und quadriert. Also die Summe, korrekt zu sein, der Quadrate der lila Linien, also der quadrierten lila Linien im oberen Bild, geteilt durch die Anzahl der Personen oder Anzahl der Fälle, die Sie haben. Also gar nicht so schlimm, sieht viel, viel schlimmer aus. Und jetzt vielleicht noch abschließend, was ist eigentlich diese Standardabweichung? Die Standardabweichung ist das gebräuchlichste Streuungsmaß. Das heißt, das Streuungsmaß, das am häufigsten verwendet wird. Und es hat ganz viele tolle Eigenschaften, die werden wir im nächsten Video uns anschauen. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt keine neue Formel lernen, denn die Standardabweichung hilft uns jetzt nur, dieses Maß, das wir schon haben, nämlich die Varianz, zu verbessern. Die Varianz hat nämlich ein Problem. Diese Varianz, ich zeichne sie oben mal noch ein, hier haben wir x² und jetzt zeichne ich hier mal die Varianz an, 1,6 Periode. Die hat das Problem, dass sie nicht mehr im selben Maß, also auf derselben Skala, nämlich diese hier, Entschuldigung, diese Skala, also der Schulnote-Skala von 1 bis 5 ist, weil ich die Werte ja quadriert habe. Dadurch ist sie sehr schwer interpretierbar. Also wir brauchen ein neues Maß, die Standardabweichung, die nur mit s abgekürzt wird. Und die ist im selben Maß, das heißt besser zu interpretieren. Und Sie ahnen es, ist es eigentlich relativ einfach. Die Standardabweichung ist einfach nur die Wurzel aus der Varianz. Ja, also ich mache durch, indem ich die Wurzel aus dieser Varianz ziehe, mache ich das Quadrieren wieder rückgängig. Also die Wurzel aus s² ist s. Ja. So weit, so gut. Das heißt, was ich eigentlich machen muss, ist im Prinzip, ich mache hier noch eine Wurzel drüber, weil das hier nicht so schön aussieht, wenn ich das hier mache. Habe ich Ihnen natürlich die Schulbuchformel hier auch nochmal mitgebracht. Die sieht unglaublich komplex aus, wie Sie sehen. Aber Sie haben, glaube ich, gemerkt, so schwierig ist es gar nicht. Es ist einfach nur die Wurzel ganz drüber gezogen über die ganze Varianz. Das ist die Standardabweichung. Jetzt für unser konkretes Beispiel ist es eben die Wurzel aus 1,6 Periode oder 1, 2 Drittel. Und das ist, brauchen wir nicht ganz genau berechnen, ungefähr 1,3. Das ist die Standardabweichung. Jetzt kann ich wieder hochgehen auf mein Bild und kann hier eintragen 1,3. Und das kann ich jetzt sinnvoll interpretieren, weil es dasselbe Maß hat. Der Unterschied hier ist jetzt nicht ganz so groß, weil wir sehr kleine Werte haben. Kann aber mal deutlich größer sein durch das Quadrieren. Und der Vorteil ist eben der Standardabweichung, die kann ich direkt interpretieren und kann jetzt sagen, und das ist die Kernaussage, die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert beträgt 1,3 Einheiten. Und deswegen gebe ich das oft zusammen an, meistens eben nicht die Varianz, sondern wenn ich das jetzt wissenschaftlich publizieren würde oder auch in einen vernünftigen Bericht packen würde, würde ich sagen, der Mittelwert der Zufriedenheit ist 3 und es gibt eine Standardabweichung von 1,3 um diesen Mittelwert herum. Das war's schon, vielen Dank.